Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Und heute arbeiten wir in einer Pizzeria in Where Get a Pizza Place. Und ja, wir müssen mal schauen, was man hier so tun kann, was es hier für Leute gibt. Also würde ich sagen, schauen wir uns erstmal um. Also hier können Leute ihre Sachen anscheinend bestellen. Hier wird dann die Pizza hergestellt. Hier sind die ganzen Getränke. Hier sind Feuerlöscher, keine Ahnung. Wir können nämlich dann schon Leute einsprühen. Ich kann mich auch selbst damit irgendwie einsprühen. Sehr interessant auf jeden Fall. Schauen wir mal. Eine Abstellkammer. Manager entfernen. Achso, wenn man den Manager nicht mag, dann können da wahrscheinlich 8 Leute abstimmen, dass man den dann rauswirft. Aber ich frage mich, wo der Manager überhaupt ist. Ich glaube, der sitzt auf jeden Fall nicht da drin, ne, wie es scheint. Und hier werden dann noch die ganzen Pizzen verpackt. Hier werden die Tränke durchgeschoben. Und dann werden die alle hier landen, denke ich mal. Dann können halt die Lieferanten das aufnehmen und liefern. Schauen wir mal. Noob. Also es scheint wohl irgendwie der Mitarbeiter des Monats zu sein, oder Tages. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, so dass das hier wohl der Manager, so wie es aussieht. Mit dem Anzug und allen. Sieht aber schon ein bisschen wie ein Clown aus. Ich würde sagen, wir fangen hier mal ein bisschen an mit der Arbeit. Und zwar müssen wir hier Pizza herstellen, aber uns fehlt der Teig. Also wir brauchen hier mal einen Lieferanten, der uns hier mal ein paar Zutaten liefert. Ich glaube, das sollten wir vielleicht mal tun, weil ich glaube, das macht kein anderer. Also ich muss schon sagen, die Leute hier sind ziemlich faul. Der Manager, der die ganze Zeit nur blöd rumläuft und die anderen laufen eigentlich auch nur blöd rum oder stehen nur blöd rum. Schauen wir mal. Nehmen jetzt erstmal ein Auto. So. Und hier sind die ganzen Zutaten verpackt. Dann nehmen wir jetzt erstmal hier den Truck. Fahren da ordentlich rein. Und jetzt nehmen wir hier erstmal all die Boxen, die da rumliegen, weil wir können alles gebrauchen. Und dann nehmen wir noch sehr viel Teig. Der Teig ist gerade das Wichtigste. Das sieht mir wie Teig aus. So, dann laufen wir jetzt erstmal die ganze Zeit rum, bis da ein paar Boxen so sind. So, und jetzt hier nochmal überall. Und wir hier von allen müssen noch was haben. So, würde ich sagen, das reicht erstmal. Noch ein bisschen was reinmachen. Kann nicht schaden. So. Hier einfach alles rein, was reinpasst. Oh, Doppelzeit. Das klingt gut. Ich frage mich, was da denn doppelt ist. Doppelte Arbeit, doppelter Lohn. Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass es doppelter Lohn ist, weil sonst wäre das ganz schön bescheuert. Müssten wir jetzt doppelt so viel arbeiten. Ja, es fällt schon was raus, aber wenn wir das richtig machen, könnten wir das alles dann noch hinbekommen. Noch eine letzte Teigbox. Und hier ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr große Turm, die schon wieder runtergefallen ist. Aber wir können das dahin machen. Und das dahin, dann fällt es runter. Ich würde sagen,
Schauen wir mal, ob wir das dann noch raufbekommen. Also jetzt sollte es eigentlich gehen. Der Käse ist nicht so wichtig oder was auch immer das Gelbe ist. Davon haben wir noch sehr viel. Oh, wir haben da gerade einen Briefkasten umgefahren. Ich glaube, das könnte eine Anzeige geben. Wir fahren hier mal lieber schnell weg. So. Jetzt müssen wir hier reinfahren. Und dann müssen wir das einfach alles darauf legen. Beziehungsweise wir müssen das gar nicht selber machen, sondern es rollt jetzt einfach ganz normal rauf. Wir müssen das ein bisschen runternehmen. Und hängen das fest. Ich frage mich, was denn passiert, wenn wir darauf gehen? Wir denn da hochkommen? Müssen wir mal schauen, was passiert denn dann? Ich stecke hier auf jeden Fall fest. Jetzt. Oh, ich bin gestorben. Toll. Also da sollte man auf jeden Fall nicht reingehen. Und wie es scheint, sind wir auch auf einem deutschen Server. In Roblox ist das mittlerweile so, dass bei beliebten Spielen, wo sehr viele Leute immer drauf spielen, man dann, wenn man einfach irgendeinem Server beitritt, also nicht selber einen auswählt, sondern einfach auf Beitreten klickt, dass man in einen Server kommt, wo die Leute dieselbe Sprache sprechen, beziehungsweise aus dem gleichen Land kommen. Wenn ihr aus Deutschland kommt, dann werden auch hier die Leute dann Deutsch sprechen. Beziehungsweise schreiben meistens. Finde ich auf jeden Fall ganz gut, dass Roblox das so gemacht hat, weil es gibt ja auch Leute, die nicht so gut in anderen Sprachen sprechen sind, die nicht so gut die anderen Sprachen beherrschen. Es gibt ja auch immer mehr Deutsche, die Roblox spielen. Kommt mir zumindest davor. So, und hier brennt es. Dann nehmen wir hier mal ganz schnell den Feuerlöscher, bevor hier die Feuerwehr kommen muss. Das löschen wir mal. Und dann noch da. Ich glaube, wir müssen das da schnell rausziehen. Jetzt hier schnell. Mist. So, jetzt hier schnell löschen. Ich glaube, die Pizza kann man aber so nicht mehr retten. Aber hier ist noch ein kleiner Trick, wenn ihr keine Bestellungen habt, macht einfach auf eine Pizza, nehmt natürlich den Teig, macht dann die Tomatensauce und hier den Käse drauf. Dann ist hier wirklich auf jeder Pizza drauf. Dann macht ihr die hier in den Ofen. Und wenn die fertig ist und ihr eine Bestellung bekommt, und dann zum Beispiel eine Salami-Pizza oder hier so eine mit Wurst bestellt wurde, dann könnt ihr die einfach noch danach da drauf machen. Dann bekommt ihr zum Beispiel eine Bestellung, macht einfach hier die Wurst drauf. Fertig. Oder hier halt die Salami. So könnt ihr das Zeug halt immer vorbereiten, wenn ihr zum Beispiel gerade keine Bestellung habt. Und es gibt keine Pizza hier, wo keine Tomatensauce und Käse drauf sind. So könnt ihr euch dann hier alle jeden Teig hier nehmen, dann also vorbereiten. Es kann aber sein, dass sie dann nach einer Zeit kalt werden, aber die könnt ihr dann auch einfach wieder hier in den Ofen reinmachen, dann. Ja. Könnt ihr die halt wieder warm machen. Dann kann die weiterhin halt hier durchgeschoben werden, beziehungsweise ausgeliefert werden. Und so kann man hier ganz leicht das dann machen. Mache ich hier das Salami drauf, nochmal Salami, nochmal, nochmal. Jetzt schauen wir hier mal bei meinem Haus vorbei. So, da kann ich das erstmal verpacken, weil ich gehe jetzt erstmal in die Pause. Wir haben jetzt auch relativ viel gearbeitet. Dann haben wir hier so einen Gleiter, mit dem wir rumschweben können.
Baum da hinten sieht man auch schon mein Haus. War aber auch relativ teuer. Ich könnte es nochmal upgraden von der Villa zum Anwesen. Das würde 600.000 Goldmünzen kosten. Das ist wirklich sehr teuer. Ich glaube, da müssen wir erstmal noch ein bisschen länger arbeiten, weil gerade haben wir mal nur 1000, noch nicht mal 1000 Goldmünzen. Ja, sieht man auf jeden Fall schon mal mein Haus. Hier ist eine Garage. Da will jemand rein, da machen wir mal auf. Dann habe ich hier die Küche und Esszimmer. Also finde ich, sieht schon sehr schön aus. Dann kann man sich hier eine Cola rausnehmen oder irgendwas anderes. Hier ist der Garten und alles, eine Tanzfläche. Dann haben wir noch hier einen Keller. Noch ein Badezimmer im Keller. Und es wird halt hauptsächlich für Partys und so genutzt. Noch eine Tanzfläche hier drin. Hier kann man sich dann ein bisschen entspannen, im Pool trinken oder hier ein paar Süßigkeiten rausnehmen. Ich glaube, der ich da schon seit 2017 stehen. Halloween-Süßigkeiten, schauen wir mal. Kann man, glaube ich, auch KitKat oder so rausbekommen. Ganz viele verschiedene Sachen. Wheezys zum Beispiel. Dann hier noch ein Schlafzimmer. Hier noch ein überteuerter Hut, der sogar zum Anzug gehört. Aber der würde 7000 Robux kosten, von daher kaufe ich mir den eher nicht aus. Der wird mal wirklich sehr viel billiger. Aber ich kann ihn hier anziehen in diesem Spiel. Ich weiß nicht, warum es gerade nicht lädt. Also gerade lädt es aus irgendeinem Grund nicht, aber manchmal geht es und manchmal nicht. Warum, weiß ich nicht. Hier habe ich noch einen Fernseher, Stereoanlage, Couch. Hier noch ein Büro, dann kann ich hier zum Beispiel schreiben, dann wird das hier überall im Haus angezeigt. Kann ich hier den Kamin anmachen. Hier eine Party kann ich starten, die Leute einladen. Hier noch so ein Hexenkessel, da bekomme ich dann eben so ein Getränk raus. Hexengebräu. Dann hier noch Popcorn, Zuckerwatte. Noch ein Badezimmer. Eine Schatztruhe. Hier können Leute sich die Münzen mit Robux kaufen. Dann bekomme ich da sogar einen Anteil dran. Und hier ist das Gästeschlafzimmer. Das will ich auf jeden Fall noch verschönern, weil derzeit sieht das echt ein bisschen komisch aus. Und dann ist ja auch noch der Balkon. Also finde ich, sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus so. Aber es hat mir auch mehr oder weniger jemanden ein bisschen beim Design geholfen. Also es ist nicht kopiert, aber ein paar Sachen sind ähnlich. Aber so ist es ein echt schönes Haus, wie ich finde. Dann kann man hier natürlich auch noch die Fenster auf und zu machen und ja. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und schreibt sonst auch gerne einen Kommentar, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat, denn es würde mir sehr helfen. Und dann danke und einen schönen Tag euch noch.